Alter? 21. Beruf? Studentin an der Universität München. Was studieren Sie? Biologie und Philosophie. Ich dachte, Mädchen besuchen Literaturseminare. Gelesen habe ich eine Menge. Was? Was auch immer erlaubt, was auch immer erhältlich ist. Auch Liebesgeschichten und so? Ja. Sagen Sie, wissen Sie, weshalb Sie angeklagt sind? Was? Die Leute! Sie haben ihre Türen verschlossen, als die Polizei auf der Straße hinter den Studenten her war. Niemand wollte sie hereinlassen. Niemand! Sie warten! Sie warten ab! Sie warten einfach ab! Sie haben Angst! Sie haben nichts zu befürchten. Ich weiß, dass Sie mit der Sache direkt nichts zu tun haben. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Nein, 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 nein. Sagen Sie mir nur, wo wir sprechen können. Sie irren sich. Halt, oder? Bitte. Es war... Nein, bitte erzählen Sie nur von dem anderen. Nur die anderen. Die anderen bin... Tun Sie es echt! An diesen Unsinn kann ich nicht glauben. Ist es nicht das, was Sie wollten? Was wollen Sie, Mohr? Ich möchte Ihnen noch einmal eine Möglichkeit geben, diese Aussage zu überdenken, ja? Warum? Weil ich Ihnen eine Chance geben will, verdammt nochmal! Die Gelegenheit für eine Chance ist vorbei. Ich geh nicht. Bleib bei mir. Es ist so ein schöner Tag. Lass uns spazieren gehen. Wir könnten die Tauben auf den Platz füttern, eine neue Haarspange für dich kaufen, auf einer Parkbank-Sonette lesen, ins Kino gehen. Am Abend vielleicht tanzen. Gut. Ich habe was für dich. Ich soll dir Glück bringen. Es wird ein guter Tag. Personen festgenommen. Verbindungen? Ja. Ich habe Freunde an der Universität. Wir sind unpolitisch. Wir sind im Krieg. Von der Äußerung kann ich nicht gelten lassen. Ich glaube nicht an den Krieg. Und für so eine Meinung können Sie lebenslang ins Gefängnis kommen. Wissen Sie das? Sollte ich Sie anlügen? Sie haben mich schon 2 Tage lang angelogen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Bitte. Wie sind Ihre Beziehungen zu Christoph Probst? Sagt, dass, wenn ich verstanden hätte, was die Flugblätter der Weißen Rose wirklich bedeuten... Ja, das besagt er. Hat mein Bruder unterzeichnet. Hören Sie, Sophie, Ihr Bruder erwirbt mich. Geht was nicht. Er ist hoffnungslos belastet. Es gibt nichts, was ich für ihn tun kann. Menschen, die nur in Ruhe gelassen werden möchten. Die nicht wollen, dass ihr kleines Leben von etwas Größerem als ihnen selbst durcheinander gebracht wird. Die nie aus eigener Willenskraft handeln, aus Angst davor, über ihre
meine trügerische Hoffnung. Denn auch sie werden sterben. Jene Menschen, die all ihren Mut zusammennehmen, nur um sich hinter ihrem Dasein zu verstecken. Nur um sicher zu sein. Sicher? Wovor? Leben liegt immer an der Grenze zum Tod. Und die kleinen Straßen führen wie die großen Alleen zum selben Ort. Und kleine Kerzen brennen genauso ab wie lodernde Fackeln. Ich wähle meinen eigenen Weg zu verlöschen. Ja, aber was ist denn mit dem Rest von uns? Wer kann sich schon aussuchen, wie er verlöschen möchte? Ein hartes Leben hat doch derjenige, der Tag für Tag überlebt. Ich will nicht überleben, ich will leben! Dann unterzeichnen Sie dieses verdammte Papier hier! Sagen Sie, dass Sie nicht wussten, was Sie taten. Sie kommen ins Gefängnis für eine Zeit. Woher wissen Sie, wer Sie sind? Wie behalten Sie Ihre Seele im Auge, Mohr? Im Moment ist es eben um die menschliche Rasse so bestellt. Schließen Sie sich der menschlichen Rasse an, Sophie. Ja, die Nummer. Man mache etwas Verabscheuenswürdiges und danach heißt es, es sei menschlich. Ich will nicht zu Ihnen gehören. Aber ich habe stets versucht, das Beste zu tun. Ist ihr Leben und Sie haben nicht ihr Leben gegeben! Aber ich bin nicht jeder da draußen! Ich bin kein Gott! Ich bin ein Zivilbürger! Ich bin ein einfacher Mensch mit einer Arbeit! Und ich kann Dinge nicht ändern, die eben so sind! Ich will alles dafür tun, um zu überleben, Sophie! Wissen Sie was? Ich trete keine Bewegung bei! Ich unterzeichne keine Unterschriftenlisten! Ich unterzeichne nie etwas. Meine Frau unterschreibt meine Weihnachtskarten. Und sie sagen, ich hätte andere Perspektiven, andere Möglichkeiten. Wer sieht denn sowas? Inmitten dieses Chaos hier. Das sieht doch nur diejenige mit ganz starkem Glauben oder in frühester Jugend. Und die werden doch auch nur einen Augenblick. Nur diesen Augenblick erleben! Wie kann denn der Tod ein Sieg sein, Sophie? Nicht ist so wertvoll wie das Leben! Kultur! Kultur? Ich bin doch nicht Kultur! Ich bin keine körperlose Erscheinung! Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut! Ich habe eine Familie, ich will, dass sie heranwächst! Ich will, dass sie lebt! Wozu das Ganze, Sophie? Was wollen Sie damit erreichen? Um die Menschen aufmerksam zu machen. Ja, worauf? Dass wir die Welt gestalten und nicht umgekehrt. Und zu welchem Behufe? Zu welchem Behufe, Sophie? Es ist das Richtige, was zu tun ist. Das Richtige. Ja, aber was sagt Ihnen denn, was das Richtige ist? Ich weiß es nicht, es ist mein Instinkt. Leben ist doch eine mittelmäßige Angelegenheit. Und diejenigen, die hoch oben hinfliegen, werden immer von denen runtergeholt, die keinen Sinn haben für Leidenschaften und mit beiden Beinen im Leben stehen.